Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, wir treffen uns heute wieder zu einem Livestreaming der Brucker Brücke, FFB Aktiv. Wir sind hier alles Menschen, die sich in der Gesellschaft für irgendetwas engagieren. Ich stelle jetzt mal uns, so gut es geht, in kurzen Worten vor und dann wird die Diskussion alles weitere ergeben. Wir haben hier von Ausgehetzt und Unteilbar die Heike und wir haben den Nils hier und die engagieren sich für eine offene und freie Gesellschaft, Solidarität und Menschenrechte, gegen Hass und Gewalt, also alles Dinge, die wir ja aus tiefstem Herzen unterstützen. Und ich werde dann anschließend auch zu einem Projekt kurz was sagen, was wir uns überlegt haben. Da ja die Jugend uns schon lang vorangegangen ist, wenn sie als Schüler am Freitag endlich aus den Schulen ausbrechen und für die Zukunft des Planeten kämpfen, dann würde ich sagen, müssen wir natürlich mitmachen. Das Alter muss ebenfalls mit dazu. Drum, Young and Old for Future, könnte ich mir vorstellen, wäre vielleicht auch ein bisschen eine Aufgabe für uns alle. Und dann haben wir hier noch ein interessantes Thema. Es geht um Menschenrechte, um die Bäume, Bewegung Bäume für Menschenrechte. Und der Kollege Jürgen Schulz wird uns dazu auch einiges sagen. Und als Diskussionsteilnehmer haben wir noch den Jörn Weichhold, der sich in Fürstenfeldbruck für soziale Fragen schon immer engagiert hat. Und in diesem Sinne würde ich sagen, beginnen wir einfach die Diskussion. Und ich bitte euch, kurz vorzustellen, wie ihr das bei Ausgehetzt und in euren Münchner Kreisen, ihr kommt ja aus München, sollte man dazu sagen, wie ihr das dort so erlebt, was ihr dort so macht. Ja, also unser Bündnis ist aus der Demonstration vom letzten Jahr heraus entstanden. Wir hatten ja letztes Jahr die Ausgehetzt gemeinsam gegen die Politik der Angst-Demonstration am 22. Juli und da waren 50.000 Menschen auf der Straße. Und wir haben uns dann Ende letzten Jahres gedacht, dass wir daran natürlich anknüpfen müssen, dass wir da weitermachen müssen. Es waren 163 Organisationen, die damals unterschrieben haben und unterstützt haben. Und daraus haben wir dann ein Bündnis jetzt gegründet. In diesem Bündnis sind inzwischen 42 Organisationen. Es sind weniger, als sie den Aufruf letztes Jahr unterschrieben haben, was einfach daran liegt, dass so ein Bündnis natürlich einfach etwas stärker und struktureller funktioniert und da auch einfach mehr Engagement der Organisationen und Gruppierungen verlangt, als jetzt nur ein einfacher Demo-Aufruf. Wir haben Commitments. Diese Commitments muss jeder der Bündnispartner jetzt quasi unterschreiben bzw. sich dazu bekennen. Und in diesen Commitments geht es eben sehr viel um Solidarität, offene Gesellschaft, dass wir natürlich jede Art von Diskriminierung und Hetze ablehnen. Es geht auch darum, dass wir die Hierarchisierung sozialer Probleme ablehnen. Also wir sagen nicht, es ist wichtiger, sich für die eine Gruppierung von Menschen zu grundsätzlich auch darum, einfach solidarisch zu agieren. Das ist der Sinn und Zweck dieses Bündnisses, dass wir auch den Begriff Ausgehetzt alle gemeinsam nutzen und uns so auch gegenseitig stärken. Und der Nils möchte bestimmt noch irgendwas ergänzen. Ja, vielleicht auch noch ein bisschen zu den Namen, was in den letzten Jahren ja aufgefallen ist, dass versucht wird, mit einfachen Lösungen die Menschen zu spalten, die Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Daher der Titel der Demo, dass das endlich ein Ende haben soll. Das hat in Bayern vielleicht ein bisschen dazu geführt, dass die Sprache milder geworden ist. In ganz Deutschland würde ich mal sagen, gar nicht so sehr. Wird in den meisten anderen Regionen weiter benutzt und gegeneinander aufgebracht. Und auch da natürlich das Unteilbar. Wir
sehen eben, dass die Gesellschaft zusammenhalten soll, dass es nur miteinander geht und nicht gegeneinander und es keinen Sinn macht, uns gegeneinander auszuspielen. Und ja, das wird sowohl in Bayern als auch in Deutschland als auch mittlerweile europaweit benötigt. Ihr wart ja jetzt in Fürstenfeldbruck heute Vormittag und habt euch vorgestellt und einen schönen Pavillon aufgebaut. Wie ist jetzt die Erfahrung? Was habt ihr so erlebt hier in Fürstenfeldbruck? Man muss dazu sagen, es laufen nicht viele Menschen bei der Sparkasse vorbei. Also es ist ein bisschen undankbar, sich da hinzustellen bei dem Infostand. Aber wir sind jetzt hier und wir haben euch schon mal kennengelernt. Das ist nämlich auch schon mal ganz großartig. Letztendlich geht es uns ja eben auch darum, andere Aktive kennenzulernen, sich eben zusammenzuschließen, sich auszutauschen. Da würde ich jetzt schon mal einen Haken dran machen, weil sonst würden wir jetzt gerade gar nicht hier sitzen. Klar, es ist schwierig, jetzt einfach Leute an der Straße irgendwie zu sich zu holen und zu sagen, setz dich hin, lass uns reden. Nils? Ja, also die freiwillige Bereitschaft, sich an den Stand zu setzen, war nicht so groß wie erhofft. Wenn man auf die Leute zugegangen ist, war es einfacher, aber auch das ist natürlich nicht bei jedem möglich. Viele haben einfach keine Zeit, keine Geduld. Da ist die Gesellschaft eben sehr schnell geworden. Wie ist es in München, wenn ihr jetzt mit eurem Stand in München auftritt? Ich habe immer so das Gefühl, dass die Leute immer mehr beschäftigt sind mit ihren Problemen und allem und dass sie ungern aufgehalten werden und dass sie sich oft denken, oh, was soll ich da jetzt, vielleicht noch hier irgendwas unterschreiben und für irgendwas eintreten und so weiter. Ist es in München völlig anders? Völlig nicht. Ich mache da recht viel, quasi Straßenaktionen. Wenn man ein konkretes Thema hat, geht es einfacher, gerade wenn das Thema auch schon ein bisschen in der Öffentlichkeit ist. Dann sind die Leute schon vorbereitet und mit mehr Interesse dabei. Ich würde sagen, meine bisherigen Aktionen in München waren einfacher. An Stellen, wo die Leute sowieso Zeit haben, also es gibt natürlich diverse Festivals, wo wir auch dann mit Infostand vertreten sind, ist es einfacher, die Leute haben mehr Geduld und sind nicht gerade zwischen zwei Einkäufen oder Ähnlichem. Da geht es besser, da ist tatsächlich viel Interesse da, da erreicht man viele Leute, auch verschiedenste Leute. Da würde ich sagen, ist tatsächlich dann ein großer Nutzen. Das hatten wir uns heute ein bisschen erhofft mit dem Tag der offenen Gesellschaft, aber der scheint noch gar nicht so bekannt zu sein. Das Gefühl habe ich auch, er ist noch nicht angekommen. Aber vielleicht dann nächstes Jahr, der wird ja dann nächstes Jahr wieder sein, vielleicht. Ich glaube, man darf sich auch nicht allzu sehr fokussieren auf solche Aktionen, dass man sagt, wir machen jetzt an diesem Tag eine Aktion und dann reden wir mit den Leuten und dann muss es auch funktionieren, weil dann wird man auch schnell enttäuscht in seinen Erwartungen. Ich glaube, was halt auch ganz wichtig ist, dass man immer präsent ist und dass man mit den Themen auch immer präsent ist, dass man auch immer achtsam ist und dass man auch immer wachsam ist. Was passiert um mich herum? Was passiert in der U-Bahn? Was passiert in der S-Bahn? Was passiert im Biergarten? Dass ich auch da einfach bereit bin zu sprechen, mit anderen Leuten zu sprechen. Jetzt nicht unbedingt ständig jemanden anquatschen, ja, das ist vielleicht auch nicht so sinnvoll, aber dass man halt einfach tatsächlich bereit ist, auch in Situationen vielleicht einzugreifen, wo man einfach merkt, da läuft was schief, da wird gerade jemand diskriminiert, da wird gerade jemand angegriffen, da wird gerade jemand beleidigt oder es ist auch nur gerade für jemanden unangenehm, dass man dann einfach auch bereit ist, sich einzuschalten und auch eine gewisse Haltung zu zeigen. Das muss man leider immer tun. Heike, du hast ja vorhin auch gesagt, es ist auch das Soziale sehr wichtig. Also nicht nur die Diskussion über so etwas wie ja, gegenseitiger Respekt und gegen den Hass irgendwie Argumente zu entwickeln, die Menschen dazu zu bringen, freundlicher wieder miteinander umzugehen. Es braucht also auch
ja, Hardcore sozusagen. Es muss etwas Richtiges, Stabiles her. Also zum Beispiel der Unterschied zwischen Arm und Reich muss sich wieder verändern. Denn je ärmer die Menschen werden, je mehr sie abgehängt sind, umso schlimmer. Das ist im Umweltschutz dasselbe. Young and Old haben wir ja vorhin kurz erwähnt. Wollten wir als Initiative auch mal andenken. Ja, was tut sich da? Hast du da eine grobe Vorahnung? Könnte sich im Sozialbereich was ändern? Entschuldigung, ja. Ich würde ganz gern auf das nochmal eingehen, was Sie gesagt haben. Sensibel sein in der Erfahrung, in der sozialen Erfahrung, in der Umwelt. Dazu bedarf es Zivilcourage. Damit man also den Mut hat, in der S-Bahn oder wo es auch immer sein sollte, wenn man merkt, hier ist eine akute Diskriminierung, jetzt ist es Zeit, dass ich eintrete und den Mut habe zu widersprechen. Wie wird diese Zivilcourage eigentlich gelehrt? Damit meine ich es im Beispiel, wird an unseren sozialen Einrichtungen, da denke ich zuerst an die Schule, wird in den Schulen ist bereits Zivilcourage so vermittelt, dass man als Erwachsener noch damit umgehen kann, sagen kann, ja, ich habe etwas aufgenommen, ich habe eine Werteskala vermittelt bekommen und mit der kann ich mich jetzt gut bewegen und suche nach Gleichgesinnten. Das wäre ja bei so einer S-Bahn-Situation tunlichst angesagt, dass man nicht alleine versucht, die Situation in die Hand zu nehmen, sondern nach Gleichgesinnten Umschau zu halten, die dann miteinander die Situation, die Reaktion führen. Wie ist da Ihre Erfahrung? Also meine Schulerfahrung ist leider schon sehr lange her. Ich meine nicht so sehr Ihre Schulerfahrung, sondern die Schule. Deswegen wollte ich nur gerade sagen, das kann ich jetzt aus der eigenen Erfahrung heraus nicht ganz so gut sagen. Ich glaube, dass es unterschiedlich ist. Also gerade wenn man jetzt auch sich tatsächlich die Fridays for Future anschaut, sieht man ja auch, dass die Schulen mit den Schülern, die sich da jetzt engagieren, sehr unterschiedlich umgehen. Also die einen Schulen bauen echte Bedrohungsszenarien auf mit Verweisen und ich weiß nicht was. Die anderen gehen zusammen mit ihren Schülern freitags auf die Straße. Das ist sehr unterschiedlich. Deswegen glaube ich, kann ich zumindest das nicht so gut pauschal beantworten, wie gut Zivilcourage oder auch Werte in der Schule tatsächlich vermittelt werden, weil ich einfach die Befürchtung habe, dass es sehr unterschiedlich ist und auf den jeweiligen Lehrer ankommt. Und da sehe ich es tatsächlich im Moment auch sehr problematisch, wie die Entwicklung da gerade vor sich geht. Wenn ich mir das anschaue, dass zum Beispiel in verschiedenen Bundesländern diese Internetportale es ja gab, wo Lehrer, die sich politisch äußern, nicht im Sinne der AfD quasi an den Pranger gestellt werden dürfen. Sowas sind ganz gefährliche Phänomene. Was ich aber auch gefährlich finde, ist, wenn man mitbekommt, wie sich teilweise jetzt auch Regierungs- oder auch politisch verantwortliche Menschen wie eine Annegret Kramp-Karrenbauer äußern, indem sie sagen, vor Wahlen darf keine Kritik mehr geäußert werden. Dann sagen zwar die meisten, dass es natürlich Quatsch ist, aber sowas kommt trotzdem an. Und die Tatsache, dass man sowas jetzt sagt, finde ich persönlich tatsächlich sehr gefährlich. Und auch wenn man sich anschaut, was zum Beispiel in Sachen Gemeinnützigkeit mit Vereinen, Beispiel Attac, passiert ist, dass viele Vereine jetzt vorsichtig sind oder Angst haben, sich politisch zu positionieren, weil sie Sorge haben, dass aufgrund dessen ihnen die Gemeinnützigkeit aberkannt werden könnte. Das hat Auswirkungen. Und das hat dann ganz bestimmt auch Auswirkungen auf den Schulbereich und auf den Bildungsbereich und generell auf den zivilgesellschaftlichen Bereich, wenn Jugendliche oder deren Eltern fürchten müssen, dass sie oder eben ihre Kinder in irgendeiner Form negative Konsequenzen befürchten müssen, weil sie irgendwo politisch aktiv sind. Und insofern
Ja, das war jetzt natürlich keine konkrete Antwort, aber ich sehe es tatsächlich im Moment ein bisschen schwierig und habe Sorge, dass das in den Schulen vielleicht nicht unbedingt tatsächlich immer weiter vermittelt wird. Ich glaube aber, dass es eben sehr unterschiedlich ist. Ich vielleicht noch kurz was dazu sagen darf. Ich habe in der Schule ähnliche Erfahrungen gemacht, also eher keine. Bei meinem Sohn sehe ich jetzt, dass die Werte durchaus vermittelt werden, also Umgang mit der Natur, Solidarität, das wird in der Schule vermittelt. Mhm. Zivilcourage sehe ich nicht und ohne es quasi erfragt zu haben beim Direktorium oder so, kann ich mir natürlich auch durchaus vorstellen, dass es bewusst nicht gemacht wird, denn wenn es am Ende dazu kommt, dass ein Schüler in der U-Bahn sich gegen jemand lehnt und dann verdroschen wird und es dann rauskommt, das hat aber unser Lehrer gesagt, ich glaube, das könnte dann problematisch werden. Also würde ich auch die Erwartungshaltung nicht haben, dass das an der Schule gelehrt wird, auch wenn es schön wäre. Da kurz einhaken würde, aber ich lasse dich jetzt ausreden. Genau, und zum zweiten, zum konstruktiven Teil würde ich sagen, ich habe interessanterweise viele aus dem Bündnis kennengelernt bei einer Veranstaltung, die oft angeboten wird von einer Gruppierung Aufstehen gegen Rassismus. Die bieten ein sogenanntes Stammtisch-Kämpferinnen-Seminar an, wo Zivilcourage konkret im Einzelfall gelehrt wird. Und das ist sehr praktikabel, da lernt man sehr viel dazu, kann man auch gerne mehrfach besuchen, dann wird man sich sicherer. Also kann ich jedem nur empfehlen. Gibt es da schon Adressen im Internet oder irgendwie so etwas? An dem mal schauen, auf der Seite Aufstehen gegen Rassismus oder AGR, die haben jetzt auch, ich weiß auf jeden Fall, in München gerade eine Gruppe gegründet, vielleicht gibt es auch hier schon in der Gegend eine, weiß ich jetzt nicht, findet man bestimmt und die bieten auch regelmäßig dann auf ihren Seiten Seminare in der Nähe an. Und es gibt dann quasi auch, wenn man das in seiner eigenen Gegend noch weiter kommunizieren möchte, die Möglichkeit, ein quasi so Erweiterungsseminar zu machen, dann wird man selber Lehrer. Dann quasi Multiplikator. Kann man, genau, Multiplikator. Ich wollte gerade vorher dann noch kurz was ergänzen in Sachen Zivilcourage, weil Zivilcourage heißt ja nicht unbedingt, dass man sich selber in eine gefährliche Situation bringen muss oder sollte, ganz und gar nicht. Aber das ist vielleicht dann auch genau der Punkt, dass eben, wie es Aufstehen gegen Rassismus ja auch tut, gelehrt wird, wie kann ich Zivilcourage leisten, ohne Gefahr zu laufen, dass ich deswegen verprügelt werde oder sonst wie mich in irgendeine Gefahr begebe. Und das ist ja dann eigentlich auch das Wichtige, was vermittelt werden sollte. Und es geht bei der ganzen Geschichte ja auch nicht nur darum, in einer konkreten, gefährlichen oder prekären Situation, zum Beispiel in der S-Bahn, zu reagieren, sondern es geht auch darum, eigentlich immer empathisch zu sein und immer sich Gedanken zu machen, auch über das eigene Verhalten. Also was in meinem Verhalten ist denn vielleicht diskriminierend oder rassistisch? Ich behaupte, wir haben alle Rassismus in uns. Wir müssen uns aber dessen bewusst sein und wir müssen in der Form uns dann eben einfach selber unser Verhalten reflektieren, wo wir vielleicht auch eine Sprache verwenden, die andere verletzen könnte. Weil wir vielleicht in vielen Zusammenhängen uns vielleicht auch gar nicht so auskennen, aber dann einfach offen auch sein müssen vielleicht für das Feedback von anderen. Wenn ich mich jetzt in einem bestimmten Kontext bewege, weiß ich vielleicht aus dem anderen Kontext, vielleicht aus dem queeren Kontext nicht viel. Vielleicht sage ich manchmal Dinge, die andere verletzen könnten. Und dafür muss ich offen sein, dafür muss ich immer offen sein und muss mein eigenes Verhalten einfach auch hinterfragen können. Sie sind also eine Befürworterin von GFK, gewaltfreie Kommunikation. Ja, sehr. Steht. Ist eines unserer Commitments. Okay. Ja, aber das ist ja so ein ganz bestimmtes Konzept. Wenn Sie das meinen, das mit den Giraffen und den Wölfen, das kenne ich also auch. Ich kenne das etwas und versuche es auch zu praktizieren im positiven Sinne. Aber es ist natürlich sehr schwierig, wenn der Gegenüber dieses Konzept nicht kennt und nicht akzeptiert. Dann ist es mit der gewaltfreien Kommunikation nicht weit her. Ja, ich würde auch nie behaupten, dass ich das selber immer hundertprozentig umsetzen kann. Ganz und gar nicht. Bestimmt nicht. Aber das ist auch das, was ich meinte. Ich finde, es ist halt wichtig, dass man sich selber wenigstens immer Gedanken macht.
Ja, ich hätte aber trotzdem auch noch eine Zwischenfrage. Es erinnert mich jetzt manches, wenn du von Empathie sprichst, daran, wie leicht es doch eigentlich Staaten haben, wenn sie ihr Militär aufstellen, wenn sie Kriege führen. Wie leicht haben es Staaten, dass sie ihre Soldaten auf andere lossetzen können. Was ist eigentlich mit dieser Menschheit los, wenn die aus welchen Gründen auch immer Gewehre nehmen, auf andere schießen? Was kann man dagegen machen? Also das ist überzogen nach meinem Verständnis, wie du es darstellst. Militär wird vorbereitet, jetzt komme ich wieder auf die Schule, und zwar ganz konkret. Die Bundeswehr hat Zugang zu unseren Schulen, wird zum Teil eingeladen. An diesem Wochenende habe ich im BR gehört, den ich eigentlich für einen guten Sender halte, hat er darauf aufmerksam gemacht, wo die Bundeswehr in Bayern ihre Kommunikations- und Werbeveranstaltungen abhält und was dort alles Nettes gezeigt wird. Also das geht, dieser Boden wird bereits vorbereitet bei Jüngeren. Und dass die Leute dann, wie wir das beim letzten Mal haben, mit Freude in den Krieg ziehen, das halte ich für ein Gerücht. Überhaupt nicht, wenn ich an die Größte, die kenne ich nicht, aber in der amerikanischen Armee ist es so, dass es eine Armutsarmee ist. Die Menschen, die auf dem normalen Arbeitsmarkt wenig Chancen haben, haben eine Chance beim Militär. Und dort werden sie entsprechend aufgenommen und auf diese Aufgaben vorbereitet. Wenn man mal in das US-Fernsehen reinschaut und dann wird eine Aktion des US-Militärs vorbereitet, dann werden die Frauen der Soldaten befragt und dann sagen die vor laufender TV-Kamera, dafür wurde ja mein Mann trainiert. Das heißt, die Vorbereitung beginnt relativ früh und wird dann akzeptiert. Ich weise darauf hin, die Zahlen sind eigentlich bekannt, dass es mehr Suizidsoldaten unter dem amerikanischen Militär gibt, die den Irakkrieg mitgemacht haben, als sogenannte gefallene US-Soldaten. Wir wollten auch noch Young and Old for Future ein bisschen diskutieren. Darf ich noch eine kurze Sache hinzufügen? Ja. Also was die Bundeswehr da gerade macht, auch mit ihrer Werbekampagne Gas, Wasser, Schießen, finde ich völlig indiskutabel. Also da muss ich echt sagen, also da frage ich mich wirklich, wer für sowas bitte gezeichnet hat, weil das hat auch eine geschichtliche Ignoranz, die damit getragen wird, das finde ich schon krass. Und wenn jetzt die Bundeswehr als Institution noch nicht mal bereit ist, bei solchen Kampagnen ihre Wortwahl bitteschön zu überdenken und dabei auch mitzudenken, was in diesem Land vor 70, 80 Jahren passiert ist, dann muss man sich halt schon echt Sorgen machen. Also das nur noch mal dazu. Wie adressiert man denn diese Sorge? Direkt an Frau von der Leyen oder wie? Ja, das ist eine gute Frage. Das wäre natürlich schön, wenn jetzt Angehörige der Bundeswehr sich vielleicht selber über sowas Gedanken machen würden. Da selber eben, da sind wir wieder beim Thema Reflexion auch, wenn es aus den eigenen Reihen bei sowas dann auch Widerstand gibt, im Sinne von, nee, mit sowas wollen wir nicht in Verbindung gebracht werden, für sowas wollen wir nicht stehen. Ich meine, letztendlich die Bundeswehr, ob man jetzt für oder gegen die Bundeswehr ist, ist völlig egal. Auf jeden Fall steht die Bundeswehr für unsere Werte, für unser Grundgesetz ein. Und dazu gehört nicht Gas, Wasser, Schießen. Mhm. Also ganz bestimmt nicht. Und das sollte Ihnen eigentlich bewusst werden. Da fehlt es dann vielleicht auch tatsächlich ein bisschen an der Bildung innerhalb der Bundeswehr und von Frau von der Leyen. Aber wir können das nachher in der Diskussion dann noch weiterführen, das Thema. Jetzt könnten wir vielleicht zu deinem Thema kommen. Ja, gerne. Young and Old for Future war ja eine Überlegung, wie können wir als ältere Menschen, und hier sitzen ja meistens doch, mit Ausnahme von heute, ältere Menschen, wie können wir die Jugend unterstützen? Wie können wir
unseren Beitrag leisten, wäre jetzt mal für mich ein Aufruf an die Diskussionspartner hier, was können wir machen? Denn wie willst du in einer Gesellschaft, in einer kapitalistischen Gesellschaft, in der wir uns ja befinden, wie willst du diejenigen stoppen, die diesen Planeten nur noch als Rohstofflager betrachten und ihn nur noch für die Erhöhung ihres Profits verwenden? Und was machen wir mit den Menschen, die zähneknirschend das weiter betreiben müssen? Die stellen sich vielleicht mal vor irgendwelche Backe in einem Tagebau, dann kommt die Polizei und räumt sie weg. Wenn wir also versuchen, gemeinsam für dieses Ziel zu kämpfen, müssen wir schauen, dass wir halt nicht nur die Schüler, die ja schon auf der Straße sind, sondern dass wir uns auch selber motivieren in dieser Hinsicht. Und ich glaube, dass Young and Old for Future eine Möglichkeit wäre, um jeden Menschen, der schon aus der Schule heraus ist, mit zu motivieren, da auch hinzugehen, gemeinsam mit der Jugend diese Demonstrationen zu machen. Überall an den Arbeitsplätzen auch mal zu überlegen, ja, was ist denn eigentlich Demokratie, wie kann ich sie wahrnehmen und wie kann ich verhindern, dass das so weitergeht, denn die machen diesen Planeten kaputt. Jetzt gibt es aber auch Stimmen, die natürlich sagen, ja, das wird ein bisschen übertrieben und so schlimm ist es nicht und wir haben noch 50 Jahre, aber so scheint es nicht zu sein. Oder was meint ihr? Was meinst du denn mit Young? Wo ist denn dieses Potenzial Young, das deiner Idee folgt? Ja, vor kurzem war im Bayerischen Rundfunk schon erwähnt, eine ganz tolle Diskussionsveranstaltung, wo Leute anrufen beim Sender und ihre Meinung sagen zu dieser Geschichte Fridays for Future. Überwiegend ältere Leute, die angerufen haben, entsetzt und empört waren über die Jugend. Und dann kam nach einer halben Stunde ungefähr eine Schülerin, die angerufen hat und gesagt hat, ja, das stimmt doch alles gar nicht. Wir machen diese Demonstrationen, aber wir müssen die eine oder höchstens mal zwei Stunden in der nächsten Woche nachholen. Da wird nicht geschwänzt. Und wie kann es sein, dass dieses Thema mit dem Schwänzen, was eine halbe Stunde diskutiert wurde, so einen Raum in den Köpfen der Menschen einnimmt und dann kommen die Schüler und sagen, das stimmt einfach nicht. So einfach ist es. Die gehen auf die Straße und die machen was. Und wir in Fürstenfeldbruck sollten uns auch überlegen, etwas zu tun in der Hinsicht. Das meinst du jetzt ökologisch oder so? Die Future-Bewegung, Friday for Future, hat eine ökologische Tendenz oder auch Inhalt. Ja, da ist Soziales oder etwas noch gar nicht dabei. Obwohl man das natürlich, wie Sie gesagt haben, miteinander verbinden kann. Genau, das muss verbunden werden. Es macht für die älteren Menschen nicht unbedingt einen Sinn, die Schule zu schwänzen. Also wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Also demonstrieren, Infostände machen, versuchen einen Widerstand zu entwickeln. Schule schwänzen ist für uns nicht mehr. Aber es geht auch darum, auch nach der Thunberg und nach anderen. Wir hatten es vorhin auch am Stand. Es geht auch darum, weil, so habe ich dich verstanden, um einen Querschnitt quer durch die Bevölkerung, muss ich sagen. Und wie gesagt, Klima und Soziales, und damit habe ich ja, ist ja mein Schwerpunkt, es geht ja um den Erhalt des Planeten und um den Erhalt von Grundlagen. Das heißt, wenn du beides, die ältere Generation, sprich meine zum Beispiel, und auch die Jugendlichen, das könnten meine Kinder sein, mit dazu nimmst, dann muss ich sagen, erreichst du einen gewissen Querschnitt. Jetzt kommt es darauf an, Wie macht man das? Wie kriegst du die Jugendlichen oder die Älteren mit denen zusammen? Darum muss ich sagen, darum sollte der Punkt gehen. Und das geht nicht nur um Klimaschutz. Ich habe diese Aktivistin neulich in irgendeiner Diskussion gesehen. Und da ging es nicht nur um... bei dieser jungen Frau ging es nicht nur um den Klimaschutz, da ging es ganz einfach auch
um die ganz viel um die soziale Komponente. So habe ich sie auch verstanden. Also daher, und ich denke, da habe ich sie richtig verstanden. Also daher muss ich sagen, sollte man ganz einfach ein bisschen auch munter sein und ein bisschen reagieren. Muss ich sagen. Und vielleicht statt Kapitalismus eine gemeinwirtschaftliche Alternative, Genossenschaften entwickeln, dass die Menschen entscheiden, wo beute ich den Planeten aus oder höre ich auf damit, ihn auszubeuten. Auf was kann man verzichten, um woanders zu gewinnen? Also Lebensqualität zu gewinnen, indem man auf die unsinnigen Dinge verzichtet, zum Beispiel. Also erstmal, dass man erstmal wieder anfängt, darum geht es doch. Dass man erstmal anfängt und, muss ich sagen, diese Lösungsansätze zu machen, muss ich sagen. Denn es ist ganz, ganz einfach, dass man auch bestimmte Sachen ansetzt, die wo auch bei der Frage von der älteren Generation. Da geht es ja um Gesundheit, da geht es um betreutes Wohnen, da geht es um Inklusion, um Barrierefreiheit, um tausend Sachen. Ja, aber das reicht nicht, es geht um mehr. Ja. Dass wir uns den Kapitalismus schönreden, ist das eine. Dass wir kleine kosmetische Veränderungen machen, wunderschön. Aber damit halten wir den Untergang nicht auf. Es geht um wesentliche Fragen. Natürlich. Und das geht nur, wenn das Wirtschaftssystem ein gemeinwirtschaftliches, ein genossenschaftliches organisiert. Also ist meine persönliche Meinung. Wobei man sich die Frage stellen muss, klingt gut, aber man muss sich die Frage stellen, was heißt denn genossenschaftlich und wie weit geht genossenschaftlich? Ich meine, im Moment ist es vor allem so, dass wir diesen Planeten nicht in Europa ausbeuten. Also wir beuten den Planeten hauptsächlich zum Beispiel in Afrika aus oder halt generell im globalen Süden. Und die Menschen im globalen Süden sind auch die Leidtragenden im Moment unserer Ausbeutung. Also was bringt ein, ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber was bringt ein genossenschaftliches Denken in Deutschland oder vielleicht in Europa, wenn wir nicht die Bevölkerung im globalen Süden mit einbeziehen, denen wir gerade unsere Lasten aufbürden. Genau so. Und da kommt's auch, da schließt sich dann auch wieder der Kreis, weil da kommen dann halt auch wieder Fluchtursachen und so weiter mit ins Spiel. Und da kommen dann die Sachen auch wieder zusammen. Genau so. Und das ist natürlich eine... Und da kommen halt auch wieder zwei Punkte mit ins Spiel. Das eine ist die eigene Verantwortung, was ist mein Verhalten, wie muss ich mein Verhalten, mein Konsumverhalten auch ändern, um diese Externalisierung der Ausbeutung nicht weiter zu unterstützen. Aber natürlich ist da auch Regierungsverantwortung ganz stark gefragt, weil nur alleine das private Konsumverhalten löst die Probleme natürlich auch nicht. Und das ist halt etwas, wo man sagen muss, das ist gut, dass die Fridays for Future da die Aufmerksamkeit so krass drauf gelenkt haben. Das ist super, weil ich glaube, sie haben was bewirkt in der Aufmerksamkeit. Bei vielen Personen auch, die jetzt vielleicht tatsächlich drüber nachdenken, ob man fliegen muss oder nicht. Aber was das Regierungshandeln angeht, fehlt es halt leider noch. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, müssen wir darauf schauen, dass das Regierungshandeln nicht mehr so weiterläuft wie bisher, sondern wir uns demokratisch einmischen. Und dann brauchen wir eine Verantwortung für die ganze Welt, also solidarisches Handeln. Yep. Und dann sind wir fast schon bei dem Thema von Jürgen Schulz, der doch Menschenrechte, Bäume für Menschenrechte, uns auch... Zwei Punkte sind schon gefallen, die mir sehr wichtig sind. Das eine ist eben auch... Was können wir Alte tun für die Jugend? Ich denke, da ist Vorbild sein. Das sollen wir ja eigentlich als Erwachsene für unseren Nachwuchs. Das heißt, wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Wir müssen schauen, was wir tun und auch tatsächlich global
Denn was ich auch gehört habe, ist, wenn man in Deutschland quasi sein Jahr beginnt und von seinem CO2-Abdruck versucht, den Umwelt oder quasi verträglich für den Planeten zu halten, hat man bereits 80% aufgebraucht. Allein dadurch, dass man in Deutschland geboren wird und man hier für die soziale Infrastruktur schon mal einen entsprechenden Schritt gelegt hat für all die Gebäude, die hier existieren und den Verkehr, den es hier gibt. Das heißt, unser Verhalten hier ist sowieso schon Ausbeutung. Hier muss viel mehr gemacht werden. Das Zweite ist natürlich die Information. Da macht im Moment natürlich Fridays for Future, da macht die Jugend uns derzeit was vor. Hier können wir nur dazu beitragen, aber ich finde, der Punkt, der noch nicht genannt wurde und der auch sehr wichtig ist, gerade wenn man etwas verändern will, ist, man darf nicht nur verbieten. Die Leute mögen keine Verbote, die Leute sagen dann, aber ich werde doch wohl noch ein Schnitzel essen dürfen oder ähnliches. Wenn man die Leute mit Verboten zwingen will, dann stößt man erstmal auf Widerstand. Und hier kann ich auch noch eine sehr schöne Institution, in dem Fall leider wieder aus München, nennen, Rehab Republic. Die versuchen, Umweltschutz so zu gestalten, dass er Spaß macht. Die machen Veranstaltungen, zum Beispiel an Wertstoffcontainern, machen sie Partys, um die Leute zu bedanken, dass sie Mülltrennung machen, Müllvermeidung machen, machen dort Informationsstände mit Live-Musik und Ähnlichem, machen Sammelaktionen, wo sie dann aus Kronkorken irgendwelche Kunstwerke bauen oder Ähnliches für jede gesammelte Flasche. Und da erreicht man wirklich die Leute im positiven Sinne, sodass sie im Zusammenhang mit Umweltschutz ein positives Erlebnis haben und einfacher bereit sind, sich zu verändern. Veränderung muss Spaß machen, habe ich gehört, oder? Genau. Ja. Das wäre so das Resümee. Das ist es, ja. Das finde ich gut. Also dem kann ich nur zustimmen, solange wir mit bitterer, saurer Miene unsere Themen vortragen und danach aufdringlich werden, haben wir keine positive Resonanz. Das geht gar nicht. Und bei jungen Leuten erst recht nicht. Ältere Leute sind dann höflicher, aber junge Leute, die sagen uns sehr deutlich in ihrer Jugendsprache, was sie davon halten. Komm, geh chillen. Genau, die hören wahrscheinlich gar nicht den Bayerischen Rundfunk, die hören über Spotify oder... Du bist angesprochen, Bäume für Menschenrechte. Ja, genau. Ja, also Bäume für Menschenrechte wurde ja schon mal bei unserem letzten Zusammentreffen angesprochen. Und das Thema ist Menschenrechte. Jetzt habe ich mich da intensiv darauf vorbereitet. Aber das, was ihr vortragt, finde ich eigentlich viel spannender. Aber ich will doch etwas zu Menschenrechten sagen, von denen ich denke, dass sie ein Kompass sind für uns. Sie sind entstanden in einer Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als man die Geschehnisse im Zweiten Weltkrieg noch deutlich vor Augen hatte. Sie waren allen noch präsent. Die Menschen, die diese Menschenrechte formuliert haben, für die waren sie noch präsent. Und sie haben dann versucht, diese Erklärung zu formulieren. Und ich habe gelernt, dass diese Erklärung mehr ein Appell ist. Sie hat keinen gesetzmäßigen Charakter. Amnesty International nutzt diese Erklärung ja ständig, aber es gibt keine Regierung, die sie ratifiziert hat. Ich möchte kurz vorlesen, weil ich das sehr interessant finde, was Eleanor Roosevelt, eine Mitautorin der Menschenrechte, gesagt hat, und das führt uns eigentlich genau in die Gegenwart und hier rein. Sie sagte: Wo beginnen die Menschenrechte?
Und jetzt komme ich gleich auf das Nürnberger Modell. Mir hat es gut gefallen. Institutionen, Privatpersonen, wo auch immer quer durch die Gesellschaft einen Artikel aus den Menschenrechten wählen und diesen Artikel an einem öffentlichen Ort dann aufstellen in der Form eines Baumes. Und neben dem Baum gibt es dann einen Stein, einen Findling und auf diesem Findling steht der Artikel in Deutsch und was ich sehr interessant finde, in einer Fremdsprache. Um auch die Verbundenheit herzustellen mit diesem Artikel, der dort genannt wird. Ich möchte mal ein paar Artikel inhaltlich ansprechen. Der erste, auch Thema unserer Verfassung, Artikel 1, fast wörtlich identisch. Alle Menschen sind frei und gleich an Würden und Rechten geboren. Dann kommt Artikel 2 schon sehr interessant, Verbot von Diskriminierung. Hier geht es um Minderheitenschutz. Ich denke also, und das wissen wir alle aus den Medien, Kurden in der Türkei, Sinti und Roma in der EU, dann das Kastenwesen in Indien, das nicht gesetzmäßig festgelegt ist. Gandhi hat sich dagegen ausgesprochen und trotzdem wird es traditionsgemäß praktiziert. Tradition spielt eine große Rolle im Verhalten der Gesellschaft. Dann Artikel 9 zum Beispiel, Schutz vor willkürlicher Verhaftung und Ausweisung. Ausweisung, Abschiebung aus Deutschland, Ankerzentren. Artikel 13, Freizügigkeit und Auswanderungsfreiheit. Hier wird in der Erklärung darauf hingewiesen, dass jeder Mensch das Recht hat, auch in sein Heimatland zurückzukehren. Das heißt, die Flüchtlinge, die kein Heimatland haben, sie kommen zwar irgendwo her, aber sie haben kein Papier. Diese Menschen existieren gar nicht mehr, weder bei uns noch woanders. Staatenlose Menschen sind die, die keine Rechte mehr haben, die sich auf kein Recht berufen können. Meinungs- und Informationsfreiheit, Artikel 19. Im Besonderen möchte ich darauf hinweisen, dass die Menschenrechte unterteilt sind in politische Menschenrechte, das sind die ersten 20 Artikel, und die Artikel 22 bis 27, das sind die sozialen und wirtschaftlichen Menschenrechte. Und da kommt es darauf an, Recht auf Bildung, Erziehung und so weiter, Freiheit des kulturellen Lebens. Und wenn man diese Dinge, die ich jetzt nur verkürzt darstellen kann, wenn man die zusammenpasst, Freiheit des kulturellen Lebens, da heißt es wörtlich, jeder Mensch hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen. Fragezeichen. Rentner, Hartz-IV-Kinder, können die auch teilnehmen am kulturellen Leben? Und eine Antwort darauf wäre für mich das bedingungslose Grundeinkommen. In dem Moment hat man eine gewisse persönliche Freiheit. Man kann selbst entscheiden, wie man sich in dieser Gesellschaft bewegen will. Ich möchte ein paar Beispiele geben, ganz konkret. Bildung ist ein Thema, aber das nehmen die Nürnberger ganz genauso auf. Deshalb plädiere ich dafür, hier vor Ort ein Menschenrechtsbüro im Rathaus, im Jugendamt, im Landratsamt, im Brucker Forum, in der Caritas, im Kreis Jugendring, in der Brucker Bühne als Veranstaltungsforum und als Standorte für Bäume. Die Nürnberger betonen, dass die Bäume im öffentlichen Raum stehen sollen, dass sie sichtbar sind. Und sie sind keine Denkmäler, sie sind eine Aufforderung zum Denken.
Denkmal kann man ja auch in zwei Worten und klein schreiben, dann kommt man der Sache schon ganz nahe. Standorte vielleicht hier in Fürstenfeldbruck wären die Kirchen, auch die Moscheen, die Schulen, die Kindergärten. Kindergärten haben hervorragende Räume, wie zum Beispiel die Spielplätze in der Frühlingsstraße, die Wasserspiele am Niederbronner Weg. Der Spielplatz in der Frühlingsstraße ist hochfrequentiert. Bei dem guten Wetter, was wir jetzt haben, sind die Wasserspiele am Niederbronner Weg hochfrequentiert. Wenn dort etwas Entsprechendes dokumentiert werden könnte, wären wir schon einen kleinen Schritt weiter. Geschwister-Scholl-Platz bietet sich sofort an mit diesem Hintergrund dieses Namens. Aktuell, magst du was? Nee. Aktuell weiß ich, dass zum Beispiel in der evangelischen Kirche ein Menschenrechtsbeauftragter im Kirchenvorstand gesucht wird. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir, wenn wir so etwas aktivieren, brauchen wir Geld. Und dieses Geld gibt es. Man muss es nur abrufen. Die Nürnberger haben das getan, zum Beispiel beim Bundesministerium für Bildung und Forschung, beim Europäischen Sozialfonds. Und wenn wir die Kommune für unsere Idee begeistern könnten, könnte die auch etwas unterstützen. Das also so in der Kurzform zum Thema Bäume für Menschenrechte. Das ist auf jeden Fall ein Es ist eine allgemeine Erklärung und nicht für eine bestimmte Gruppe zugeschnittene Erklärung. Auf jeden Fall, das sind ja Menschen. Das heißt aber, jede Gruppe oder eine gesellschaftliche Gruppe der Stadt irgendeiner Art oder zwei Gruppen können dann aber unterschiedlich auch in einem Jahr zwei Bäume pflanzen. Die können einen Wald pflanzen. Okay, ja, ja. Ja, das gibt, da gibt es ja keine Limitierung in dieser Aussage. Ja? Okay. Weil wir vorhin Zivilcourage an der Schule hatten. Ich habe in der Schule die 10 Gebote lernen müssen. Warum nicht die Menschenrechte lernen? Die habe ich nicht lernen müssen. Ja, und ich denke, man muss ja auch, also weil Sie ja ganz am Anfang auch gesagt haben, dass die allgemeine Erklärung der Menschenrechte eigentlich nicht bindend ist. Aber dennoch, es gibt die EU-Grundrechtscharta, es gibt die EMRK, also die Europäische Menschenrechtskonvention, es gibt unser Grundgesetz. Die sind bindend. Da steht ja relativ das Gleiche drin. Was die Menschenrechte und Grundrechte angeht, ist es ja sehr, sehr, sehr deckungsgleich. Und das ist bindend. Und ich bin immer wieder konsterniert, wie wenig Menschen das tatsächlich achten. Also eine Sache, wenn ich es gleich ergänzen darf, ist die UN-Kinderrechtskonvention. Ja. Die ist, erstaunlicherweise muss ich sagen, mit der höchsten Quote anerkannt worden, mit 193 Ja-Stimmen. Die einzige Gegenstimme war die USA. Und diese Kinderrechtskonvention ist in allen Ländern ratifiziert. Sie ist also auch in der Bundesrepublik gültiges Recht, nationales Recht. Und von dieser Kinderrechtskonvention, wenn man das so überträgt, profitieren die Flüchtlingskinder. Sollten sie. Ja, sollten sie. Und jetzt mache ich das Fragezeichen auch in den Ankerzentren. Nein. Genau der Punkt. Und das ist... Das ist also wirklich, also mir fehlen tatsächlich die Worte an der Stelle für das, was in dem Bereich tatsächlich passiert. Es ist eine Katastrophe,
weil tatsächlich gerade Kinder und gerade weil sie es ansprechen in den Ankerzentren, also wirklich ihre Rechte, ihre Menschenrechte, Kinderrechte beraubt werden. Wenn man sich überlegt, dass es in Deutschland Kinder gibt, die nicht zur Schule gehen dürfen, obwohl sie A, ein Recht darauf haben, weil sie ein Recht auf Bildung haben und B, wir ja eigentlich auch eine Schulpflicht haben, davon mal ganz abgesehen. Und dass sowas hier geschieht, und zwar hier vor Ort und gerade hier in Fürstenfeldbruck ja auch sehr präsent, das ist unfassbar. Und ich finde es auch tatsächlich unfassbar, wie wenig Menschen da tatsächlich mit Empörung reagieren, wie sehr wir solche Dinge schon einfach hinnehmen. Ich erinnere auch daran, dass es im letzten Jahr dazu auch ein Gerichtsurteil dass sie zur Schule gehen dürfen. Die Schule hat sie trotzdem weggeschickt, weil sich die Schule einfach über das Gerichtsurteil hinweggesetzt hat. Und dass sowas hier passiert und dann werden so viele Rechte angegriffen, Recht auf Bildung und auch der Rechtsstaat wird an der Stelle angegriffen tatsächlich. Und auch das Diskriminierungsverbot wird da angegriffen. Also das betrifft sehr, sehr viel. Und wir brauchen an der Stelle tatsächlich auch nicht immer mit dem Finger auf andere Länder zeigen. Natürlich gibt es vieles, was in anderen Ländern skandalisiert werden muss, aber wir können da gerade sehr viel vor der eigenen Haustür auch kehren, was das Thema Menschenrechte angeht. Leider. Insofern ist das natürlich eine super Aktion. Ich wünschte wirklich, es würde mehr Menschen bewusst gemacht werden. Ja. Und auch mehr Menschen, die tatsächlich auch in Regierungsverantwortung sind, was auch in unserem Grundgesetz drin steht. Das wäre auch schon schön, wenn sie da ab und zu mal reinschauen würden. Es stehen tolle Sachen dran. Also mir geht es immer wieder so, dass ich an hunderte Millionen von Kindern denken muss, die nicht genug zum Essen haben, kein sauberes Wasser haben, die verhungern, verdursten, die keine 2,50 Euro haben, um sich irgendein, also die Eltern in dem Fall, um ein läppisches Medikament zu kaufen, was die internationalen Pharmakonzerne in großer Stückzahl bei uns relativ gewinnbringend verkaufen, aber ihre Gewinne nicht in der Lage sind, dafür anzuwenden, dass halt auch Kinder, die krank sind, keine andere Chance haben, vielleicht auch gesund werden können. Und wenn ich mir vorstelle, dass bei uns für Menschenrechte gesorgt wird, wunderschön, auch noch nicht ganz hundertprozentig, okay, aber dass in weiten Teilen der Welt so und so viele Menschen keine Chance haben, ein menschenwürdiges Leben zu führen und dass wir nicht in der Lage sind, diejenigen, und in dem Fall zu zwingen, das ist nicht eine Sache, die Spaß macht und Vergnügen macht, sondern da muss man diejenigen, die die Macht haben, die das Geld haben, auch mal zwingen dazu, dass sie dieses Geld teilen, dass sie drüber nachdenken, wie sie dieses Geld von Arbeitssklaven erwirtschaften lassen. Auch die Menschen hier in Europa, in Amerika, in Japan und so weiter müssen darüber nachdenken, wem ihre Arbeitsergebnisse zugutekommen. Und wir brauchen Gewerkschaften dazu. Und wenn ich mir anschaue, wie viele Gewerkschafter erschossen werden, in Gefängnisse gesteckt werden, und die Bundesregierung hat beste Verhältnisse, diplomatische Verhältnisse mit diesen Ländern, dann ist doch all das nicht mehr in Ordnung. Und da müsste unsere Empörung ansetzen. Und nicht nur bei der Frage irgendwelcher Menschenrechte, sondern ihre globale Auswirkung und der wirtschaftliche Hintergrund, warum diese Menschenrechte und diese sozialen Rechte immer gebrochen werden, muss jetzt auch mal gesagt sein. Also das ist auch unser Auftrag. Also das ist auch unser Auftrag, der sogar im Grundgesetz verankert ist. Also ich erinnere an der Stelle immer wieder gerne an den ersten Artikel im Grundgesetz, nicht an den ersten Absatz. Der erste Absatz, die Würde des Menschen ist unantastbar, den kennen sehr viele. Den zweiten kennen dann nämlich schon weniger. In diesem Absatz steht drin, dass wir uns als deutsches Volk, so steht es halt im Grundgesetz, verpflichten, den Menschenrechten verpflichten, und zwar zum Frieden und der Gerechtigkeit in der Welt. Das ist ein Auftrag, den wir da bekommen haben. Also das Grundgesetz und Menschenrechte sind nicht immer nur für uns und etwas, worauf wir bestehen, zu unserem Gunsten, sondern natürlich auch eine Verpflichtung, die wir eingehen. Und wir sind auch in der Lage, dafür auch einzustehen. Also in dieser, wie soll ich sagen,
luxuriösen fast Lage sind wir hier in Deutschland und uns auch dafür einzusetzen. Und natürlich ist es an der Stelle, muss man einfach auch sagen, dass die EU oder auch Deutschland zusammen mit der EU sehr viel dafür tut, dass Menschenrechte in anderen Ländern nicht eingehalten werden. Aber darf ich da einen Wermutstropfen in diese Geschichte? Also nur mal, um der historischen Realität auch gewisses Recht der Äußerung zuzubilligen. 1945, 46, 47, 48, 49 war eine Spezialsituation. Der deutsche Faschismus war besiegt worden. Und zwar mehr von der Sowjetunion als von den anderen. Die haben den größten Blutzoll dafür geleistet. Und deswegen sind wir im Besitz solcher wunderbaren Dinge. Wäre der deutsche Faschismus nicht besiegt worden. Aber warum kam er denn, der deutsche Faschismus? Das war 1933. Nicht so, dass jetzt der Faschismus gekommen ist und gesagt hat, na, wollt ihr das so werden? Sondern man hat die, die dagegen waren, hat man bekämpft, hat sie ins Gefängnis gesteckt ab den 30er Jahren. Man kann das nachlesen, dass die einen 5, 6, 7, 8 Jahre im Gefängnis saßen, die anderen haben 3, 4, 5, 6 Tage bekommen. Was war mit den Mördern von Eisner zum Beispiel? Dieser Mörder, der Graf Arco. Ja, der war, was war er? Weißt du das noch? 3 Monate im Gefängnis oder so. Und dann war er wieder ein freier Mann. Was war mit anderen, die Gewerkschaftler und Sozialdemokraten und Kommunisten waren? Die waren ewig lange immer im Gefängnis. Und so hat man alle weggesperrt, hat alles vernichtet, was an demokratischer Kultur da wäre. Und deswegen sind wir im Besitz des Grundgesetzes. Nicht, weil wir es erkämpft haben, sondern weil die Alliierten den deutschen Faschismus besiegt haben. Und weil sie versucht haben, uns eine Verfassung, ja fast schon aufzunötigen, muss man sagen, die demokratische Inhalte hat, Freiheitsrechte hat und so weiter. Würde das heute noch geschehen können, so etwas? Das geschieht gerade. Also wir sind gerade dabei, wieder unsere Grundrechte abzugeben, unsere Demokratie zu verspielen. Und leider ein Großteil der Bevölkerung schaut dem einfach in Ruhe zu, ohne es zu merken, zum Teil sogar zu dulden oder zu befürworten, unter dem Aspekt, alles sicherer zu machen. Welche Grundrechte geben wir dann ab? Zum Beispiel das Recht auf Informationsfreiheit. Mhm. Also die Zugriffe der Polizei und der Nachrichtendienste werden immer weitgreifender, greifen immer tiefer in die Persönlichkeit ein, in die Persönlichkeitsrechte. Und werden weiterhin verkauft als, das muss sein, damit Deutschland sicherer wird. Und wir haben ja so eine große Unsicherheit. De facto nehmen die Verbrechen immer mehr ab. Die Aufklärungsrate wird immer höher, aber unsere Grundrechte werden weiter beschnitten. Und das sieht man von Bundesland zu Bundesland und wurde ja auch letztes Jahr mit großen Teilen von unserem Bündnis auch mit unterstützt, hier gegen das Polizeiaufgabengesetz durch die Erweiterung. Mhm. Ja, auch hier ist noch viel zu tun, denn hier ist, glaube ich, das Bewusstsein der Bevölkerung noch nicht so weit geschärft, als dass die Leute sich bewusst sein, wie viel Demokratie sie Stück für Stück abgeben, die ihnen aber da angepriesen wird als Sicherheit. Ich glaube, wir sind mit 60 Minuten Ausstrahlungszeit ans Ende unserer Möglichkeiten gelangt. Und so vieles wurde gesagt, wir werden weiter diskutieren und ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben und natürlich auch bei allen, die uns